haben hier keinen Zutritt. Verlassen Sie augenblicklich dieses Gebiet. Sie haben hier keinen Zutritt. Okay, Snake, it's open now. Hallihallo Gemeinde. Hallo doofe Kinder, die ihr heutzutage weder rechnen noch schreiben könnt. Hier kommt euer Spiel, nämlich Tim. Der kommt aber nicht alleine, der kommt mit Strupp. Okay, ihr Lieben, ja, Tim und Struppi richtet sich natürlich auch an unsere Kleinen, freigegeben ab 6, also S-E-X geschrieben. Und das macht auch Sinn, denn in diesem Spiel gilt es, viele Quickies zu bewältigen. Das kommt uns alten Männern natürlich gerade entgegen, denn wir haben ja nicht mehr so viel Ausdauer. Wir sind für einen jeden Quickie dankbar. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ich habe es angespielt. Wir schauen jetzt mal gemeinsam, sofern ihr überhaupt Bock drauf habt, ganz kurz hinein, dass ihr einen Eindruck bekommt. Ich habe mir die physische Version zugelegt. Die kommt in einem schicken Steelbook daher und ist so kupferfarben gemacht. Also wirklich ganz edel sieht das Teil aus. Wenn ihr also Tim und Struppi-Fans seid, so wie ich natürlich auch, ist doch ganz klar, dann kauft man sich für 50 Euro, für knapp 50 Euro, die physische Version. Es gibt ja noch eine Super-Druper-Version mit einem Figürchen, die kostet, glaube ich, 190 Euro. Da müssen die Kinder vom Papi die Kreditkarte klauen, sonst geht das nicht. Also kauft euch die für 50 Euro, die reicht allemal. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ich finde, sie sieht sehr schön aus, sehr, sehr ansehnlich. Natürlich, klar, auch ein bisschen kindlich gemacht, das Ganze. Aber hat was, muss ich sagen, nach Alan Wake 2 und Spider-Man und Robocop, jetzt der ganze Scheißdreck, der da rauskommt. Peng, peng, boom, boom, peng, peng, ua, ua. Endlich mal wieder was fürs Herzilein. Und Struppi ist wirklich sehr gelungen, muss ich sagen. Da kann Rintintin und Lassie zu Hause bleiben. Also ein großes Kompliment an die Spanier, die das Spiel entworfen haben. Pendulo. I think so. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Halten wir alle mal kräftig die Daumen, dass das noch ein paar Wochen so anhalten sollte oder so bleibt, um es einfacher zu sagen, denn die Weltlage sieht ja alles andere als rosig aus. Ja, darauf möchte ich aber gar nicht näher eingehen. Das Intro hat ja schon einiges gezeigt davon, muss ich sagen. Darauf gehe ich aber auch nicht ein und wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit Tim, aber nicht ohne Struppi, denn das wäre ja wie die Ostzone ohne die AfD. In diesem Sinne, noch viel Spaß, bleibt gesund und ciao, ciao mit Wow, Wow. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, ich weiß, ich habe Ihnen schon lange nicht mehr geschrieben. Doch wenn Sie hören, was ich durchmachen musste, um bis hierher zu kommen, werden Sie das verstehen. Alles begann an Bord der MS Epomeo, dem Kreuzfahrtdampfer, der mich nach Shanghai bringen sollte. Diese Schiffsreise. Oder nicht, Struppi? Nein, du kannst.
kannst doch nicht jetzt schon wieder Hunger haben. Halt! Festhalten! Wen? Was? Festhalten? Alles in Ordnung, mein Herr? Das Kiosk, Papyrus! Es weht davon! Ich hol's ihn! Lauf, Struppi! Wenn wir es aus den Augen verlieren, kriegen wir es nie! Hey! Vorsicht! Entschuldigung! Immer langsam, junger Mann! Na, komm schon, Junge! Gerade frisch gewischt! Nein! Zurück! Zurück! Ja! Nein! Hey du! Was glaubst du, was du da machst? Runter mit dir, sonst fällst du noch und brichst dir das Genick! Hast du gehört? Runter, da hab ich gesagt! Ja, doch! Wo ist es? Wo ist es? Da! Oh nein, nicht schon wieder! Das nächste Mal wischst du hier, Freundchen! Wo ist es hin? Die Manuskripte! Da bist du ja! Vorsicht, mein Herr! Verzeihung! Aus dem Weg! Sowas! So herumzuspringen! Hey! Tut mir leid! Gütiger Himmel! Oh, hau bloß ab! Halt! Oh nein! Es fliegt direkt Richtung Wasser! Es ist in das Rohr hinein! Hallo? Hat hier irgendwer einen? Hallo? Da ist ein Gespenst im Rohr! Die haben's nicht! Da ist es! Komm, Struppi, jetzt kriegen wir's. Mein Papyrus. Warum rennt der Junge so? Halt! Der hat ein Papyrus gestohlen. Was hat mein den Jungen Papyrus mit der Tolle? Lass ihn nicht entkommen. Der Junge du ist das nicht. Du Haderlump. Halt den Dieb. Lass mein ihn nicht Papyrus entkommen. Halt! Ich hab's. Keine Bewegung, du Dieb. Ja. Rühr dich ja nicht. Was? Stopp! Halt! Es fliegt gleich ins Wasser! Oh! Zu spät! Oh, ein kleiner Junge, der sich verlaufen hat! Du hast sicher Hunger! Kaufen wir dir was zu essen, hm? Halt! Lassen Sie mich los! Au! Au! Du entkommst mir nicht, du Dieb! Ich bin kein Dieb! Ich bin Tim! Ich bin Reporter! Tim? Oh! Jetzt, wo du sagst... Ich glaube, ich habe mal in der Zeitung was über dich gelesen. Es... tut mir leid. Schon besser. Das Dokument schien sehr wichtig zu sein für den Arm. Hallo? Einfach verschwunden. Er hat sich aufs Oberdeck geschlichen. Gefolgt von einem Hündchen. Die haben was zu essen gesucht. Oh, Struppi. So hartnäckig. Dieses Deck ist leider gesperrt. Ein paar Filmleute haben's reserviert. Nur für sich allein. Dieser verfressene Hund. Ich muss ihn aufhalten, der arme Herr. Oh, na, ich schätze mal, ich schulde dir was. Mir nach. Danke. Oh, manchmal ist Struppi nur ein Magen auf vier Pfoten, wissen Sie? Aber sag keinem, dass ich dich reingelassen habe. Wo könnten sie sein? Guten
Guten Morgen. Haben Sie einen Hund mit einem Herrn jetzt mit... Jetzt ist's an dir zu sterben, Spiegel, das böse Wiesel. Wer bist du denn? Ah, jetzt muss die Szene wieder ganz von vorne anfangen. Sie hätten mich verletzen können. Hättest du auch verdient. Hast meine Szene gestört. Hallo? Alles in Ordnung? Guten Morgen, mein Herr. Kann ich Ihnen helfen, mein Herr? Mir scheint, Sie könnten meine Hilfe deutlich dringender brauchen. Wenn's Ihnen beliebt, mein Herr, so würde ich gern Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, mein Herr. Haben Sie vielleicht einen weißen Hund mit einem Mann gesehen, der einen Zylinder trägt? Das habe ich, mein Herr. Der Mann hat mich angerempelt, sodass ich gestolpert und in diese missliche Lage geraten bin, mein Herr. Er hat sich entschuldigt, mich Madame genannt und nach dem Weg zur Küche gefragt, mein Herr. Dann ist er dort entlang, mein Herr, und meinte, bald kriegst du was zu essen, junger Mann. Der junge Mann sah recht erfreut aus, mein Herr. Ich meine, der Hund, mein Herr. Gut, lassen Sie mich mal nachdenken. Wie kriegen wir Ihren Kopf aus? Mit Verlaub, mein Herr, das ist vielleicht nicht unbedingt die Art von Hilfe, die ich jetzt gerade dringend brauche, mein Herr. Hätten Sie wohl die Güte, mich anzuweisen, Ihnen diese Gläser zu geben, mein Herr? Ja, kann ich machen. Und könnten Sie dann wohl extrem vorsichtig sein, um nicht den Ring zu verlieren, der in einem der Gläser ist, mein Herr? Ja, das auch. Und könnten Sie mich dann wohl anweisen, Sie damit zu betrauen, den Ring dem Herrn zu geben, der ihn mir gegeben und die Gläser bestellt hat, mein Herr? Bei der anderen Treppe, mein Herr. Ja, das kann ich alles machen. Gern geschehen, mein Herr. Und bitte schnell, Filmleute haben eine sehr kurze Lunte und ich will nicht, dass ich dafür gefeuert werde. Oh, du hast mir das Leben gerettet. Und jetzt weiter mit der Wende meines Lebens. Liebste Mathilda. Oh, Frühstück. Hm. Liebste Mathilda, da gibt es etwas, das ich dir schon lange sagen... Oh, mein liebster Marvin. Endlich? Es gibt mal einen Augenblick im Leben, wo ein Herz... Mein Herz, unsere Herzen. Wenn man älter wird, dann gibt es da gewisse Dinge... Nein, die sind nicht gut für unsere Herzen und... Liebster Marvin, es war an der Zeit, dass es einer von uns ausspricht. Oh! Oh, liebste Mathilda, dann fühlst du wie ich? Wir werden älter. Und diese Art von Frühstück ist nicht gut fürs Herz. Es reicht. Oh. Ha. Vielen, vielen Dank, liebster Marvin. Gerne, liebe Mathilda. Obacht! Ich wachse das Deck! Und das ist rutschig! Oh, danke! Sieht nach wirklich harter Arbeit aus. Soll das ein Witz sein? Ist die beste Arbeit überhaupt, das Deck zu wachsen? Und je kleiner man sich macht, desto weniger wahrscheinlich sind Nackenschläge.
Das und nur das ist mein Motto. Mein Herr, haben Sie die Gläser überbracht? Mein Herr? Allerdings. Also meinen Sie nicht, dass wir mal was gegen Ihrem Kopf unternehmen sollten? Jawohl, mein Herr. Wie Sie wünschen, mein Herr. So, ich drücke und Sie? Oh, nein, mein Herr. Davon sollten Sie Abstand nehmen. Die Haut in meinem Nacken ist an dem Metallstab kleben geblieben und rührt sich nicht mehr. Vielleicht könnte ich ja was holen, mit dem ich die Stäbe rutschig machen kann. Wie Sie meinen, mein Herr. Stets zu Diensten, mein Herr. Obacht! Nicht vergessen, das Deck ist rutschig wegen dem Wachs. Apropos, ich hätte da eine Bitte. Könnte ich mir wohl mal das Wachs für einen Freund borgen? Dauert nur eine Minute. Sei großzügig zu allen, die Wachs haben wollen. Das und nur das ist mein Motto. Hier! Ich habe Bonawachs. Das sollte helfen, Ihren Kopf zu befreien. Wenn es Ihnen beliebt, mein Herr, dann gestatte ich es Ihnen nur zu gern. Ja. Na gut. Die Stäbe sind geschmiert, also. Zeit zu schieben. Es hat geklappt. Ja, mein Herr. Freut mich, dass es Sie freut, mein Herr. Und nun, wenn Sie gestatten, mein Herr, ich habe mich Ihnen nun bereits eine geraume Zeit gewidmet, mein Herr. Also, noch einen guten Morgen, mein Herr. Du da! Halt! Hey, kennst du den? Du bist doch der Trottel, der die ganzen Drehbuchseiten auf den Boden geschmissen hat! Oh, das tut mir sehr leid. Ich war in Eile. Das war keine Absicht. Es tut dir leid? Dann komm mal her. Und ich gebe dir einen Grund zum Leiden. Jetzt kriegst du's. Bedauere schon wieder, aber ich muss Ihre Einladung ablehnen. Lass den Trottel doch laufen, Bruder. Wir wollen den Boss nicht stören, wo der doch gerade das neue Drehbuch liest. Verzeihung, mein Herr, ist mein Hund? Struppi, ich hab schon auf dem ganzen Schiff nach dir gesucht. Schämst du dich gar nicht? Raus da und zwar sofort. Tut mir leid, mein Herr, sein Hunger kennt keine Grenzen. Danke, dass Sie sich so um meinen Hund gekümmert haben. Gern geschehen, aber ich weiß nichts von einem Hund, junger Mann. Was machen Sie denn da? Das sehen Sie doch, ich rudere. Oh, aber das Boot ist nicht im Wasser. Tatsächlich, Sie sind ein vorzüglicher Beobachter. Ich habe versucht, Ihr Papyrus zu retten, aber dann wurde es über Bord geweht. Mein Papyrus im Meer? Ausgeschlossen! Hier ist es doch, das kostbare Blatt. Was Sie da haben wegfliegen sehen, war ein Reiseprospekt. Seltsam. Ich habe doch genau gehört, wie Sie Papyrus gerufen haben.
Können Sie überhaupt einen jungen Mann von einem Hund unterscheiden? Aber gewiss doch, junger Mann. Hunde bellen nur und beißen nicht, wohingegen junge Männer nicht bellen und nur beißen. Don't you think that maybe you're a little... Oh, no. See what you've done? Me. You and your innumerable questions have made me forget why I was rowing. A shame, indeed. All the same, questions are signs of an adventurous spirit. So I'll tell you a secret. A secret about something extremely secretive, of the utmost secrecy. Also, diese rote Markierung hier auf der Karte ist... Die genaue Position des Grabes von Kiosk. Oh, was ist das für ein komisches Zeichen? Ich glaube, es handelt sich um das königliche Siegel von Kiosk. Und ich, Philemon Cyclon, werde der erste Ägyptologe sein, der das Monument erforscht. Was bedeuten denn diese Hieroglyphen? Sie handeln vom Fluch des Kiosk, der jeden ereilt, der versucht, sein Grab zu finden. Übrigens sind alle Archäologen, die sich auf die Suche danach begeben haben, unter rätselhaften Umständen verschwunden. Übrigens, wenn es Sie interessiert, können wir uns morgen in der Altstadt von Porzei treffen und zusammen nach dem Grab suchen. Ja, sicher. Sehr gerne. Oder, Struppi? Bis morgen dann, mein Lieber. Wiedersehen, mein Sohn. Verzeihen Sie bitte, Kapitän. Seltsamer Bursche. Hey, du Idiot! Passen Sie doch auf, wo Sie hintreten! Verzeihung, ich habe Sie für einen dieser Luftschächte gehalten. Trottel! Bitte, mein Herr! Benehmen Sie sich doch. Der Herr hat Sie doch nur aus Versehen angerempelt. Alberner Affe, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Hey, ihr beide, wofür bezahle ich euch? Ich fürchte, das wird ihr schon bald leid tun. Meine Herren, das muss doch nicht sein. Sonst tut sich jemand weh. Meine Nase! Ups, deine Nase! Nase? Brich in die Nase! Wessen Nase? Deine Nase! Nicht meine! Meine Hand! Dessen Hand? Schnauze! Auf drei geht's los! Eins, zwei, drei! Ihr vertrottelten Trottel! Und ihr wollt euch Leibwächter schimpfen? Gehen wir! Und Sie? Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie es zu tun haben! Eines Tages werden Sie noch bedauern, mir in die Quere gekommen zu sein. Merken Sie sich meinen Namen. Der macht Witze. Der hat ja nicht mal seinen Namen gesagt. Aber sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Nächsten Tag nach einem köstlichen Frühstück, arrangiert von einem ebenso dankbaren wie hilfsbereiten Kellner. Also, Struppi, in ein paar Stunden gehen wir in Port Said vor Anker. Was möchtest du bis dahin machen? Was? Was ist das? Riecht's hier komisch? Kannst du rausfinden, woher dieser Geruch kommt, Struppi? Was ist, Struppi? Dieser Teil des Teppichs ist feucht. Aber nicht der Fußabdruck da. Da war gerade noch jemand hier. Kannst du weiter nach diesem komischen Geruch suchen, Struppi? Was hast du gefunden, Struppi? Sieht
aus wie Asche von einer riesigen Zigarre. Da kommt der Geruch her. Jemand, der raucht, war in unserem Zimmer. Gute Arbeit, Struppi. Jetzt übernehme ich... Meine Reporterkamera ist mit Abstand das Wertvollste in dieser Kabine. Was bedeutet, dass kein Dieb hier drin war, Struppi? Da ist etwas Wasser auf dem Teller. Vielleicht hat jemand das Glas umgekippt. Wasser ist über den Teppich gelaufen und dann ist jemand da reingetreten, was den Fußabdruck erklären würde. Du bist ein guter Detektiv, Struppi. Ich bin ja so stolz auf dich. Tim und Struppi retten den Tag. Das Foto entstand beim offiziellen Bankett der Stadt Chicago zu unseren Ehren, nachdem wir gegen Al Capone gekämpft hatten. Die blonde Frau ist Mary Pickford, die berühmte Schauspielerin. Und der Mann mit dem Monokel... Moment, das ist doch der schlecht gelaunte Mann von gestern. Ich wusste doch, dass ich den schon mal getroffen habe. Roberto Rastapopoulos, Besitzer des Cosmos Studios, dem größten Filmstudio der USA. Mel G. Ford inszeniert 1001 Nacht. Aber natürlich, das ist der Mann, der gestern auf dem Oberdeck geschlafen hat. Das Schild ist außen an der Tür. Also hat wohl niemand vom Zimmerservice hier in unserem Zimmer geraucht. Die Schubladen? Ich wäre ja empört, wenn mir jemand die Sachen stehlen würde. Schadet aber nichts, mal nachzusehen. Gut, die haben meine Sachen nicht angerührt. Wie erwartet. Oh, an dieses Kästchen kann ich mich nicht erinnern. Wie ist das denn? Hä? Heißen Sie Tim? Und heißt du Struppi? Ja, das sind wir. Was? Sieh an. Der Tipp war also richtig. Das ist Opium, keine Frage. Was? Das soll wohl ein Scherz sein. Ich verhafte Sie und Ihren Hund im Namen des Gesetzes. Ich würde sogar sagen, ich verhunde Sie und Ihren Arrest. Wo ist Ihr Hund? Der ist abgehauen. Wir müssen der Crew sagen, dass ein vierbeiniger Krimineller entlaufen ist. Sie kommen mit, Sie zweibeiniger Straftäter. Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sinn? Die Justiz wird sich schon... Ach, wer hat das dahingestellt? Bestimmt der Hund, um uns aufzuhalten. Gerissener Schlingel. Setzen wir eine Belohnung aus. Sie, wo können wir diesen Verbrecher einsperren? Wusste ich's doch. Sie können ihn in den Keller sperren, dort entlang. Was ist mit seinem kleinen Wauwau? Suchen Sie ihn und Sie bekommen eine stattliche Belohnung. Stattlich hört sich nach viel an. Vielleicht. Der Haderlump hat versucht, mich zu bestehlen. Suchen Sie seinen Hund und Sie werden belohnt.
Meine Herren Detektive, mein Gotte ist verschwunden. Er hatte Durst, also habe ich in der Bar nachgesehen, doch... Dafür haben wir keine Zeit, gnädige Frau. Stattlich. Das ist knickrig. Danke. Melden Sie sich, wenn Sie den flüchtigen Vierbeiner sehen. Struppi ist kein... Vorwärts, Sie zweibeiniger Trickser. Aber das ist doch so ein süßer Hund. Warum ist das denn hier so heiß? Meine Stimmbänder sind bestimmt schon ausgetrocknet, bevor dieses lausige Klavier gestimmt wird. Könnten Sie vielleicht das Fenster hinter Ihnen öffnen, mein Herr? Im Namen der Anhänger des großen Mimen und Sängers Randolfo Bertolino. Das bin ich. Grazie. Gern geschehen, mein Herr. Thank you. Come back anytime.